Jetzt ist es schon ein paar Wochen her, seitdem Max von der Gartenkanal die Pack-es-an-Challenge ins Leben gerufen hatte. Kaum einer denkt noch an diese Challenge. Alle Videos sind abgedreht, schon viele sind bei den Kanälen nachgekommen. Aber ich hatte euch einen dritten Teil meiner Serie rund um das Challenge-Spiel versprochen. Nach der Vorgeschichte und dem Hauptvideo über die Challenge folgt jetzt nach vielen Wochen der dritte Akt. Nämlich das, was mit dem Beet noch passiert ist, nachdem ich die ganze Schufterei erledigt habe. Eins kann ich schon mal vorweg sagen, die ätzende Quecke hat sich immer wieder so durchgedrängelt, dass ich fast immer ein bisschen Challenge-Feeling hatte, wenn ich wieder ans Beet durfte. Wie schon am Ende meines zweiten Videos, also des Challenge-Videos zu sehen ist, habe ich rund um die Rosen noch ein bisschen Kaffeesatz verteilt, damit noch mal ein bisschen der Boden den richtigen Säurewert kommt. So eine Art Düngung im Prinzip. Eigentlich sagt man, soll man spätestens Ende Juni machen, habe ich zumindest gelesen. Das war so knapp drüber, so im Juli, aber das haben sie wunderbar vertragen. Sie haben zwischendurch noch mal wunderschön geblüht. Außerdem hat der Kleine ein bisschen geholfen dabei, das Ganze ein bisschen zu bearbeiten und festzutreten. Dann hatte ich überlegt, was ich so dazu pflanzen will. Ich hatte schon eine bestimmte Vorstellung, habe länger in bestimmten Baumschulen und so weiter geguckt, was ich wo bestelle. Nicht alles, so wie zum Beispiel die Clematis, das war zu dem Zeitpunkt verfügbar. Also habe ich gewartet, bis es gekommen ist und dachte mir, jetzt wo das Beet fertig ist, nehme ich euch nochmal mit hinein, was sich jetzt so seitdem getan hat. Zwischendurch kamen alle Pflanzen, bis auf eine Pflanze, die die Baumschule vergessen hat, einzupacken. Aber das ist nicht so tragisch. Insgesamt hatte ich gehofft, dass man alles gleichzeitig blühen hat, wenn nachher die Pflanzen da sind. Andererseits finde ich so jetzt im Endeffekt viel besser, denn die Tagetes blühen noch ein bisschen. Die Rosen sind jetzt so am Ende, also nicht mehr so wirklich blühend. Die Malven sehen auch noch wunderschön aus. Und jetzt kamen die anderen Pflanzen dazu, die jetzt teilweise sogar noch Blüten ausbilden. Und so hat man immer ein bisschen Blühen hier und da. Ist eigentlich auch nicht verkehrt. Davon, also wenn von Manufaktum eigentlich alle Samen, die ich vorgezogen habe, zumindest gut aufgegangen sind, sind von der Schokoladenblume nur zwei aufgegangen. Ja, die habe ich, unsere Urlaubszeit ist ja schon ein bisschen länger her, aber die hatte ich in der Urlaubszeit dann schon eigentlich, hätte ich die auspflanzen müssen, dann waren wir weg, hatten keine Zeit und so weiter. Und als wir wiederkamen, ist sie ein bisschen geschossen, in die Höhe gekommen. Und deswegen war es jetzt, auch wenn ich die versucht habe, vorsichtig und gut einzupflanzen, irgendwie hat die keinen Stand. Also die so richtig gerade stand sie nur kurz nach dem Einpflanzen, zwei Wochen ungefähr. Und jetzt hängt die halt hier immer so. Vielleicht werde ich mir selbst nochmal Saatgut entnehmen und das nächstes Jahr nochmal etwas besser anpacken. Das hier ist das erste Pflänzchen aus der Baumschule. Eine immergrüne Heidelbeere. Und da wir Heidelbeeren bzw. Blaubeeren richtig gerne essen und die zumindest laut Kundenbewertung sehr, sehr lecker schmecken sollen, bin ich echt gespannt. Also dadurch, dass die halt auch frosthart ist, konnte sie hier schon ihren Platz finden, genau wie die anderen Pflanzen. Und wenn wir jetzt nicht aufgrund dieses verrückten Wetters dieses Jahres einen mega üblen Winter haben, dürfte das alles gut klappen, dass sie nächstes Jahr dann ein gutes Stückchen wächst. Die soll trotzdem recht kompakt sein, muss also gut hier in diese Ecke passen. Und dann bin ich mal gespannt. Hier am Zaun. Insgesamt am Zaun sieht es immer nicht so schön aus. Ist ja egal, was ich da vorpflanze. Das Beet oder diese Wildfläche dahinter habe ich halt nicht in der Hand. Dadurch sieht es halt immer nur so halb schön aus. Und was hier gewachsen ist, das sah an sich ganz schön aus. Kriegt jetzt auch so eine schöne Herbstfärbung. Aber bisher konnte mir irgendwie noch keiner sagen, was das ist. Und da ich nicht ausschließen kann, dass das giftig ist, hier sehen wir diese Beeren. Sieht ja auch schön aus, ne? Aber wie gesagt, ich kann nicht ausschließen, dass es giftig ist. Ich habe drei kleine Kinder, ich habe einen dicken Kater, der vielleicht auch mal das ein oder andere mitschnabuliert. Ich wollte einfach sicher gehen und ausschließen, dass sich da irgendwer eine Vergiftung holt. Also habe ich es dann
zurückgeschnitten hier. Und also es wuchs halt bis überall hier rein und bis in den Baum hinein. Das habe ich halt alles zurückgeschnitten und hoffe dann, dass die Zweitpflanze aus der Baumschule, eine Clematis, dass die dann nächstes Jahr gut hochwächst und das dann hier begrünt. Und im Prinzip hoffe ich halt, dass die drei Clematis, die ich bestellt habe, einen Sichtschutzzaun zu diesem ungestümen Gestrüpp hinter dem Zaun bilden und dass es dann insgesamt eine wahre Blütenpracht wird nächstes Jahr. Die hier sieht jetzt besonders witzig aus, muss ich sagen. Die kriegt aber auch noch normale Blütenblätter. War auch schon was dran. Ja, ich zeige euch mal, so sieht die Farbe aus. Also natürlich ohne den Schmutz. So. Tada. Und dann, ja, so sieht sie dann aus, wenn sie wächst. Alle Clematis habe ich eigentlich mit einer recht langen Blühzeit ausgesucht. Also ich schließe auch nicht aus, dass die nochmal richtig Blüten kriegen, bevor der Winter kommt. Übrigens ganz nebenbei, ihr hört es im Hintergrund, heute ist das erste Mal, dass ich richtig etwas sage, während ich filme. Bisher habe ich es vermieden, denn wie ihr das hört, wahrscheinlich ist es bei uns recht laut. Ihr könnt ja mal ein Feedback geben. Stört es euch überhaupt? Ich habe halt 3 Söhne unter 6 Jahren und mindestens die machen immer ordentlich Rabatz und der Kleine, der stänkert gerne und naja, hat ein gutes Organ. Und irgendwie kam es mir halt schwierig vor, dann Großaufnahmen zu machen und dazu was zu sagen, wenn immer so ein Getöle und Gebrülle im Hintergrund ist. Und dann gibt es noch andere Geräusche von der Straße und der Zug, der regelmäßig vorbeikommt. Ja, aber es ist insgesamt ja doch etwas lästig, im Nachhinein immer alles aufsprechen zu müssen. Deswegen versuche ich heute bei diesem dritten Akt des Challenge-Videos einfach mal das so dazu zu sagen und freue mich riesig, wenn ihr ein Feedback drunter schreibt. Wie doll hört ihr das im Hintergrund? Wie doll stört euch das? Und dann werde ich mir überlegen, ob ich demnächst wieder mit meinem alten Verfahren mache, also filmen und später aufsprechen, oder ob ich jetzt ab und zu einfach mal direkt live dazu aufspreche. So, und hier ist die Lakritz-Tagetes. Apropos Lakritz-Tagetes, das ist ja was, worauf ich mich sehr gefreut habe. Das habe ich schon in meinem allerersten Video auf diesem Kanal gesagt, dass ich das ausprobieren möchte. Und man munkelt, oder eine Freundin vermutet zumindest, dass das kein Lakritz-Tagetes ist und hat damit irgendwie was ausgesprochen, was mich selbst schon beschäftigt hat. Also irgendwie erwartet man erstens, dass Lakritz-Tagetes anders aussieht als normale Tagetes und irgendwie riecht es auch nicht nach Lakritz. Und ich hatte irgendwo mal gesehen, dass Lakritz-Tagetes eher wenig blühen oder seltener und auch eher so ein bisschen kleine und orange Blüten haben. Aber so richtig hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Wisst ihr, ob es eine Lakritz-Tagetes ist oder ob ich die ganze Zeit das falsche Saatgut hatte? Sagt gern mal oder schreibt gern mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dieser eventuellen Lakritz-Tagetes. So, das hier ist eine von den vielen Malven vom Gartenmüsegekiosk, die ich eingepflanzt habe. Und was soll ich sagen? Ich blende euch mal ein Bild ein. Also ist eine wahre Pracht gewesen. Jetzt gehen sie langsam, glaube ich, dem Ende zu. Aber es ist einfach toll gewesen. Ich wusste zwar so ungefähr, wie die aussehen, aber... Ja, herrlich. Direkt zu dem Kommentar wegen Lautstärke quietscht das schön im Hintergrund von den ganzen Fahrzeugen, die Kinder durch die Gegend fahren. Wie auch immer. Also ich wusste zwar ungefähr, wie sie aussehen, aber die Pracht hat mich dann doch überrascht. Ich wurde sogar von anderen darauf angesprochen, was das denn für eine wunderschöne Pflanze ist. Also danke Jen und der liebe Gärtner für eure tolle Idee, jemals einen Samenshop aufgemacht zu haben, dass andere davon profitieren können. Ja, hier ist noch eine... Aber irgendwie ist die so ein bisschen schief gewachsen, weiß auch nicht, woran das scheitert. Hier auch eine Lakritz-Tagetes oder nicht Lakritz-Tagetes. Ja, ein paar Blüten hatte ich jetzt immer schon rausgeschnitten, die verblüht waren, aber irgendwie kommt man gar nicht dahinterher, immer so schnell wegzuschneiden. So, hier ist eine von den Rosen, die schon damals im Beet waren. Das war ja immer ein verwildertes Rosenbeet zuerst. Lakritz-Tagetes, Malve, zweite Clematis. Die finde ich auch schön. Fast rein weiß mit so einem leichten
Touch ins Hellblaue. Und auch die, hoffe ich, wird dann hier so ein bisschen hochwachsen. Ich habe vorher noch nie Lakritz Tagetes gehabt. Oh, jetzt bin ich schon verwirrt. Ich habe vorher noch nie Klematis gehabt. Ich hoffe, dass das so hinkommt. Da hinten ist die andere. Falls ihr sie seht, an dem Bambusstab. Und ich hoffe, dass das klappt, dass die ja nicht zu weit irgendwo hinwachsen, sondern dass man die wirklich so ein bisschen erziehen kann. Ich meine, irgendwo ist der Zaun halt auch Schluss. Und ich hoffe eigentlich, dass sie so ein bisschen ineinander übergleiten. So wie man das ja auch manchmal mit Kletterrosen sieht, dass die sich so ineinander verzweigen. Aber wie es nach einer Praxis klappt, werden wir wohl dann erst feststellen. Die ist etwas größer als die rechts, also so von den Beschreibungen her, wie weit und groß sie wächst. Und deswegen habe ich die ein bisschen größeren Abstand zu der da hinten gemacht. Aber da kommen wir gleich noch hin. Ja, hier war auch mal eine Rose drin, aber die sah immer schon ziemlich kränklich aus und die hat es irgendwie auch nicht geschafft. Da ist jetzt also Platz. Ob man da jetzt noch nächstes Jahr was hinpflanzt, wenn die Einjährigen eh raus sind hier, wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Hier die Hagebutten von der Rose, die auch schon vorher drin war. Eine vertrocknete Ackerwinde. Aber die da rauszuziehen, das hätte mir an der Pflanze kaputt gemacht als geholfen. Sogar die Ackerwinde kriegt Mehltau, das ist echt krass dieses Jahr. Ja. Und hier eine wunderschöne Malve. Ich finde sie, also ich weiß nicht, ich bin ja nicht so der rosa Mensch, aber die sehen noch toll aus, oder? Und hier, was mit der passiert ist, weiß ich auch nicht. Die sieht irgendwie viel gelblich aus als die anderen, aber Schnurz. Sie haben wirklich ganz lange, ganz üppig geblüht, die Tagetes. Egal ob Lakritz Tagetes oder nicht. Hier ist ein Hochstämmchen, mit dem ich irgendwie noch nicht so richtig glücklich bin. Hat mir geschenkt bekommen vor ein paar Jahren. Am alten Standort stand sie blöd, da habe ich sie hier rüber gepflanzt. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, wächst sie ständig in den Zaun hinein. Und dieses Jahr hatte die gar keine Blüten, außer so ganz kleine weiße. Ich weiß auch nicht, ob wir da irgendwas falsch gemacht haben. Mal sehen, was sie nächstes Jahr so tut. Ja, hier noch sehr üppig blühende Malven. Die ist am größten von allen geworden. Wunderschön. Hier ist auch eine neue Pflanze drin. Achso, neben der verkrüppelten anderen Schokoladenblume. Ah. Siehst du, die hat sich schon hier vereint mit der anderen. Die sind schon ganz trocken. Ja, also ursprünglich sollten die wahrscheinlich nicht so aussehen. So, hier ist also unser Bäumchen. Unsere Säulenaprikose. Ich finde eigentlich die Idee von Säulengehölzen sehr interessant. Wenn man nicht so viel Platz hat, ist ja die Theorie, dass das dann gut wachsen kann. Trotzdem man eine gewisse Ernte erwarten kann. Vermutlich erst nächstes oder übernächstes Jahr. Lassen wir uns mal überraschen. Wir hoffen, wir haben es soweit richtig eingepflanzt. Das ist das erste Bäumchen, das ich jemals eingepflanzt habe in meinem Leben. Genau, deswegen, da fehlt uns noch ein bisschen die Erfahrung, aber das wird sich dann zeigen. Die Malve ist schon total verblüht, manche schon richtig trocken hier, manche Kapseln. Ja. Und die ist auch noch richtig wunderschön. Sieht doch toll aus, oder? Je nach Lichteinfall ist es wirklich, hier leuchtet es manchmal einfach in diesem Beet wegen diesen schönen Malven. Die sind so ein richtiger Blickfänger. Noch zwei Malven. Lakritz Tagetes. Und hier noch eine Rose. Auch so ein rötlicher Ton, wie es die anderen waren. Ja, jetzt wo wir hier links ein bisschen was weggenommen haben, hat die, glaube ich, auch mehr Platz, sich schön zu entfalten. Und hier hinter ist die letzte Klematis. Die ist so ein richtig interessantes Dunkel-Lila. Ja. Die hat sich sogar schon ein bisschen hier mit dem Zaun angefreundet. Ja, alle habe ich ein bisschen dicht, also mit dem Bambusstab da hinten rein verfrachtet in den Zaun, um sie schon ein bisschen zum Zaun hinzuleiten. Da bin ich gespannt, ob das Ganze klappt und meine Idee aufgeht. Die hätte halt Platz, sich nach links und rechts auszubreiten, auch wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und auch da ist noch ein bisschen Platz, wo sie sich entfalten kann. Ja, das war's zu unseren neuen Pflänzchen im Rosenbeet. Was ich beim letzten Mal nicht so gezeigt habe, jetzt aber rüberschenke, ist das hier.
Hier war vorher eigentlich nur Wiese und Giersch und sonst was unter der Weide. Die Weide, naja, die hat glaube ich auch schon mal bessere Zeiten. War letztes Jahr schon nicht mehr ganz so toll. Haben wir dann noch ein bisschen zurückgeschnitten. Sie sah schon ganz trocken und nicht mehr so schön aus. Und ja, deswegen habe ich gedacht, vielleicht wäre das doch toll. Ich hatte ja eh Sonnenblumensamen bestellt vom Gartengemüsekiosk. Wäre es doch toll, wenn man die da drum rumpflanzt. Hab nochmal so gemessen, ob das zu groß werden könnte, aber ich denke, das haut hin. Ich habe echt auch riskiert, die relativ spät einzusehen. War gespannt, wie sich der Rest des Sommers so entwickelt. Aber ich muss sagen, sieht ganz gut aus. Ich freue mich schon und bin gespannt, ob das nicht plötzlich total kalt wird. Und hoffe schon, dass das die Temperaturen hat, dass die noch schön aufgeht. Und das wäre doch eigentlich auch toll, wenn das alles schon das meiste im Garten verblüht ist, wenn die Sonnenblumen dann hier nochmal ein bisschen leuchten. Ja, die hat ja auch lauter kleine Seitenknospen. Also bin ich echt gespannt. Ja, hier unten wächst ständig Giersch nach und Brennnessel. Hier stört mich das viel weniger als drüben bei den Rosen, weil bei so großen Pflanzen, da stört das ja auch nicht, wenn da so ein bisschen was wächst. Bei den Rosen und kleinen Pflanzen fällt es ja eher auf und stört das. Hier grabe ich das unter, lasse es liegen als Dünger. Und ja, die hat mein Mann zum Geburtstag geschenkt bekommen, eine Tellerhortensie. Ja, das meiste ist jetzt auch schon verblüht. Zur Hortensie auch mal so gerne ein Tipp loswerden. Ich meine, ich erinnere mich, Dunkelgen hat mal ein Video drüber gemacht, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das mit euren Hortensien so macht. Ich habe Hortensien im Naschbeet vorne, die zeige ich aber nicht jetzt, wo ich nicht genau weiß, wie die Sorte ist und wie man die schneidet dementsprechend. Und bei der wäre halt auch die Frage, lasse ich jetzt die Blüten dran und mache die nächstes Jahr ab oder mache ich die jetzt schon ab? Also hier kommt natürlich noch Neues nach, gerade Frisches, aber bei den Alten lasst gerne mal einen Tipp da, wie ich damit umgehe am besten. Ja, hier bin ich einfach wie gesagt gespannt, was so draus wird und hoffe, die erfreuen uns noch mal ein bisschen mit ihrer Schönheit. Ja, und das war's von unserer rechten Hälfte des Gleisbeets. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo oder Däumchen da.